Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag ist gut. Der Antrag ist auch richtig, weil er genau daran anknüpft, was wir in der vorigen Legislatur gemacht haben, nämlich eine Verstetigung der oftmals schwankenden Wetteinnahmemittel durch den Landeshaushalt mit abzusichern. Das war klug und richtig, weil die kontinuierliche Arbeit der Kunststiftung Nordrhein-Westfalen dadurch gewährleistet war. Und das soll sie weiter sein. Und darüber werden wir im Ausschuss ja auch noch mal verstärkt diskutieren. Das eigentlich Spannende heute Morgen ist ja was ganz anderes. Soweit ich mich erinnern kann, und ich bin ja jetzt schon alt und dick, oder dick und alt, ist das das erste Mal im Landtag von Nordrhein-Westfalen, seit ich mich erinnern kann, seit ich hier mit die Menschen vertreten darf, dass wir als Top 1 ein kulturpolitisches Thema haben. Also herzlichen Dank all den Zufällen und den parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern, dass sie da nicht mehr dran herumgedreht haben, sondern sagen, na gut, sind zwar die von der Kultur, aber sie dürfen auch mal ganz vorne mitreden. Das Langweilige an kulturpolitischen Debatten ist ja, dass sich die Kulturleute immer irgendwie so komisch einig sind. Das ist in anderen Ausschüssen anders. Und das Langweilige an Kulturdebatten ist natürlich auch, dass sie dann sich auch manchmal nicht einig sind. Und das ganz Langweilige an Kulturdebatten ist, dass es eigentlich immer nur ums Geld geht. Und deshalb sind wir wieder bei diesem Antrag. Der Antrag will eine Verstetigung der Mittel diskutieren. Das sollten wir tun. Die Kunststiftung hat wichtige Arbeit geleistet in den vergangenen Jahren. Das wollen wir weiter unterstützen. Ich wünsche mir auch von der neuen Landesregierung, dass sie Einsicht in diese schon gefundenen Einsichten findet und in der Lage ist, auch da eine gewisse Kontinuität zu gewährleisten, wie sie es ja im kulturpolitischen Bereich erfreulicherweise tut, ja sogar mit entsprechenden Ankündigungen von Steigerungen und ja auch schon ersten beschlossenen Steigerungsraten der Kultur weiter, zur Weiterentwicklung verhilft. Also insofern setzen Sie einfach mutig diesen Weg fort, stimmen Sie diesem Antrag zu, nachdem wir ihn ausführlich im Ausschuss diskutiert haben werden. Und dann, glaube ich, haben wir für die Kunststiftung Nordrhein-Westfalen das richtige Zeichen gesetzt. Der Kollege hat darauf hingewiesen, bald steht ein Jubiläum an und da macht sich natürlich eine solche Beschlussfassung des Landtags möglichst gemeinsam, möglichst über alle Fraktionen hinweg besonders gut. Herzlichen Dank.